willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Hoffentlich pünktlich um 18 Uhr. Ja. Hat ja letzte Woche nicht ganz so gut funktioniert, aber diese Woche vielleicht schon. Ja. Wir sind immer noch unterwegs im Camper, den seht ihr hinter uns. Es ist die 7. Woche, wir sind in Italien bei Pizzo. Richtig. Und wir werden heute Richtung Sizilien fahren und wahrscheinlich morgen mit der Fähre übersetzen, wenn alles klappt. Ja. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall hat sich ein bisschen was geändert. Ihr hört es vielleicht, der Wind ist sehr, sehr doll. Die Wellen sind sehr, sehr hoch. Das hat man, glaube ich, auf der Drohnenaufnahme gesehen. Und es hat plötzlich um 4:30 angefangen. Wir mussten tatsächlich unsere Zelte oben abbrechen, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben im Aufstelldach geschlafen, ja, und sind dann mitten in der Nacht nochmal runtergewandert, haben da auch nochmal das Bett aufgebaut. Also falls wir müde aussehen, das ist der Grund. Aber egal, wir werden den Schlaf die Woche bestimmt noch nachholen, vielleicht auch nicht, aber ist egal, wir werden sicherlich eine Menge erleben. Wir sind gespannt, was es alles sein wird. Wir werden uns ein bisschen was angucken sicherlich. Wir werden versuchen, das Auto sauber zu machen, denn da ist jetzt relativ viel Salz dran. Ja, man merkt sogar jetzt von den Wellen, dass das ganze Salz oder das Salzwasser einen ins Gesicht spritzt. Also ja, an sich ja ganz schön, aber für den Lack eher nicht so. Deswegen, ja, Auto sauber machen steht auf dem Plan. Eventuell Reifen flicken lassen, wenn wir eine gute Werkstatt finden, das wissen wir noch nicht. Ja. Und einkaufen gehen. Einkaufen gehen, aber das Standard ist ja sowieso immer der Standard, genau. In dem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Wir sehen uns nach dem Intro und wünschen euch viel, viel Spaß. Ja. Okay, erster Tagesordnungspunkt, Big D, wir brauchen Gas. Wenn wir irgendwann nach Griechenland fahren, beziehungsweise Albanien, Montenegro spätestens, wird es schwierig Gas zu kriegen, deswegen holen wir uns vielleicht einen kleinen Vorrat. Ja. Hm? Ja, alle. Hier drin komme ich nicht ran. Ich komme doch da auch nicht ran. Und doch, an die komme ich noch ran. Aber da oben sind ja auch noch welche. Räuberleiter. Oh. Wie viele wollen wir denn holen? Wie viel haben wir denn jetzt verbraucht? Drei? Fast pro Woche eine. Wir können jetzt zwar immer mehr mit Strom kochen auch, aber... Lass noch eine nehmen, weil wenn wir Besuch haben... Zwei dann brauchen wir ja noch mehr. Ja, wenn du so viel rankommst. Lass wirklich... Nehmen wir weiter links. Ja. Sehr gut. Wow. Nein. Ja. Oh, ist richtig mit Sport verbunden hier. Okay. Das war's. Okay, dann jetzt auf zur Autowäsche. 7 Minuten. Es ist gar nicht so leicht, hier eine zu finden, wo man selbst waschen kann. Die meisten sind echt nur zum Reinfahren. Da ist der Unter. Zweiter Tagesordnungspunkt. So, jetzt werden wir als zweites unser Auto waschen. Du sagst einfach nur zweiter Tagesordnungspunkt, Auto waschen. Hat. Nein, wenn ich jetzt grinse, dann... Weiß man ja die Vorgeschichte. Ist alles geskriptet bei langen Reisen. Das ist ganz schlimm. Genau deswegen funktioniert das ja nicht. Wollen wir nochmal starten? Nee, wir waschen jetzt das Auto einfach. Okay. Oh, wie lustig. Wir sind echte Vollprofis. Wir haben das Auto jetzt fertig gewaschen. Uns ist aufgefallen, dass wir beim Decathlon eigentlich noch Kettenöl holen wollten und so Bremsreiniger oder sowas. Fürs Fahrrad, genau. Fürs Fahrrad. Also nochmal 7 Minuten zurück, ist zum Glück nicht so weit. Ja, können wir da auch gleich einkaufen gehen. Vielleicht gehe ich einkaufen. Achso, du meinst beim Carrefour nebenan, ja. Genau, ich gehe einkaufen und du holst Kettenöl. Ist doch Deal. Super, und dann kommst du rüber und holst mich ab. Deal. Super Deal! Super Deal! So sind wir übrigens in Wirklichkeit. So,
So, wir sind jetzt an unserem Platz angekommen, den wir eigentlich nutzen wollten für die Nacht. Aber boah, hier liegt so viel Müll. Hier liegt noch viel mehr Müll als beim letzten. Also es ist nicht so verteilt, aber der ganze Müll ist halt in Beuteln aufgestellt. Nee, da vorne hast du nicht gesehen. Ach da so, ist alles, okay. Also wenn man hier rumläuft, da ist alles voll. Die haben da alles abgeladen. Oh krass. Das habe ich nicht gesehen. Und der Wind ist halt auch richtig stark. Es ist echt nicht so günstig. Und es sind auch noch Wohnhäuser in der Nähe. Ja. Ist wieder die Frage, sind da wirklich Leute drin oder das sind es nur Ferienhäuser? Alles zugerammelt aus, aber trotzdem, aber es muss halt eigentlich nicht sein. Das ist nicht der perfekte Ort. Nee, auf gar keinen Fall. Vor allem nicht nach dem letzten Platz. Ja. Deswegen haben wir uns überlegt, wir versuchen jetzt einfach spontan die Fähre zu nehmen nach Sizilien. Online kann man das nicht mehr buchen, so kurzfristig, das ist klar. Aber das sind irgendwie 50 Überfahrten pro Tag. Genau, oder so. Und es ist nicht weit weg. Also das sind 20 Minuten, ja. Ja, wenn überhaupt. Also wir probieren es einfach. Mal gucken, ob das so spontan klappt wie in Norwegen. Ja, da ist der Automat. Da ist ein Automat. Einweg. Das war, soll es jetzt ein bisschen mehr. Man hat nicht Personen angegeben, man hat nicht Autos angegeben. Nee. Das wundert mich ein bisschen. Ja. Online musste ich alles angeben dazu. Vor allem auch günstiger als online. Mhm. Wir werden mal gucken, was passiert. Okay, dann ist hier irgendein Ticket. Dies Pickup, der Ticket in Max, der will was sagen. Ne? Ticket. Okay, one card. One card, just. Okay. Glatt. One way. Ja, yeah, okay. One way. Nur hin. Nur hin, genau. Dankeschön. Tschüss. Boah, jetzt habe ich aber Angst gehabt, ey. Ich auch. Aber es scheint alles richtig zu sein. Ja, gut, online hätten wir 50 Euro bezahlt. Jetzt haben wir 35. Nee, 36 Euro? 36 Euro. Wie war's? Sind wir schon da? Fast. Wirklich? Ja. Cool. So, willkommen auf Sizilien. Sizilien! Wird schon ordentlich gehupt. Oh oh. Unser neuer Platz. Wir sind hier irgendeinen Offroad-Weg runtergefahren, haben gesehen, dass man hier theoretisch wenden kann. Da haben wir uns einfach hier so auf die Grünfläche zwischen diese schönen Pflänzchen gestellt. Hat genau gepasst. Und dort drüben haben wir Sicht aufs Festland Italiens. Da sind wir vorhin mit der Fähre rüber irgendwo. Ist ein schöner Platz. Hat angefangen zu regnen, aber ansonsten kann man sich nicht beschweren, denn eigentlich ist es richtig windig. Immer noch. Ich glaube, man hört es ganz gut. Aber da hinten ist Westen und es ist Westwind, kommt also hierher und wir sind hier richtig gut windgeschützt. Das heißt, es ist ein gutes Plätzchen für die Nacht. Wir können sogar theoretisch im Aufstelldach schlafen und ich glaube, das werden wir jetzt auch gleich aufmachen. Anna? Man sieht richtig, wie da oben durch die Bäume der Wind und vor allem Regen durchfegt. Wir sind hier richtig im Windschatten, deswegen kriegen wir auch gerade keinen Regen ab. Siehst du das? Komm mal raus. Es ist so krass, dass wir keinen Wind haben. Wie doll die aber sich bewegen. Ja. Boah, bin ich froh, dass sie hier stehen. Wir haben wirklich echt einen richtig guten Platz. Wir können wirklich im Aufstelldach schlafen heute Nacht. Das ist verrückt, oder? Können wir machen, aber wenn der Wind dreht, dann... Naja, der Wind kommt ja dann von hinten. Das heißt, unser Aufstelldach hat nie Angriffsfläche, weil von da kann der Wind ja nicht mehr kommen. Das ist echt gut. Ui, es zieht. Zack. Tada. Wenn jetzt die Surfbretter abrutschen. Ich liege den ganzen Zum Glück sind die festgemacht auf dem Dach. So, ihr seht, Dach ist offen. Ihr seht auch, es ist bereits dunkel draußen. Hallo, da bin ich. Und ja, das ging jetzt schneller als gedacht. Ja. Zack, war es dunkel, aber wir sind auch erst 18.15 Uhr am Platz angekommen, deswegen passt es. So, ihr seht auch, hier ist ganz viel Essen, was bereit liegt. Eigentlich wollten wir heute Dürüm-Döner machen. Aber... wir haben nicht mehr so doll Hunger, weil wir auf der Fähre ein bisschen gesnackt haben. Es gab so Brot. Mit ein bisschen Mayonnaise-Käsepaste. Ja, deswegen überlegen wir gerade. Ich glaube, wir machen... Ah ja, ein Couscous, okay. Sollten wir auch mit Strom machen können. Batterien sind einigermaßen voll.
Dann wollen wir mal loslegen. Anna hat eine Süßkartoffel gekauft, ha? Das sieht doch aber wirklich aus wie eine Süßkartoffel, oder? Ja, das ist ganz schön lang. Ist ja wahrscheinlich eine Zuckerrübe, oder was? Ja, dann kommt jetzt halt Zuckerrübe rein. Kann man Zuckerrübe so essen? Koste mal. Oder ist das giftig? Vielleicht hat Anna jetzt ein neues Live-Gericht gefunden, aus Versehen. Ist süß? Das schmeckt irgendwie nach gar nichts. Naja. Egal. Couscous-Salat à la Max und Anna. Ja. Mal gucken, wie es schmeckt. Bestimmt gut. Bestimmt noch Süßkartoffeln. Morgen. Das waren Wetterereignisse. In der Nacht hat es erstmal richtig geregnet, aber so richtig, richtig toll. Ja. Und also, heute Morgen war der Nebel. Genau, und ein Glück war der Wind nicht da, weil man hat es gehört. Halt so wie gestern Abend auch, aber es war so heftig doll mit dem Regen in Kombination. Also wir waren beide wach, weil der Regen so laut aufs Dach ge... Ja, ich glaube, ich war auch wirklich eine Stunde wach. Ich habe auf die Uhr geguckt. Krass. Ja. So, Nebel war auch schnell wieder weg. Es waren wahrscheinlich eher Wolken als Nebel, aber... Jetzt haben wir hier fast strahlenden Sonnenschein gleich. Ja. Richtig cool. Echt. Verrückt, krass. Oder? Ja. So, Anna, und du? Ich mache mir jetzt einen Kaffee. Du machst jetzt einen Kaffee, und zwar mit neuem Kaffeepulver. Ja. Sie hat nämlich auf Instagram gefragt. Mal gucken, ob er schmeckt. Mhm. Na, dann mach mal. Ja. So, wir haben ein bisschen was gefrühstückt und die Sonne ist irgendwie wieder weg, also es ist jetzt wieder ein bisschen neblig. Wir werden jetzt hier ein bisschen lang spazieren, haben gerade schon Ziegen entdeckt, die hier auch rumlaufen. Ja, wir wollen auch auf jeden Fall eine Kröte finden oder suchen, weil wir haben... Oh, alles gut? Ja. Wir haben gerade auf der Straße eine tote Kröte gefunden, die war wie groß? Zeig mir mal mit dahin. So. Die war wirklich richtig groß und die wollen wir natürlich, oder so eine wollen wir natürlich auch lebend finden. Deswegen gehen wir jetzt ein bisschen auf Jagd. Nein, wir gehen nicht auf Jagd. Wir wollen die ja nicht töten. Nein. Wir wollen sie ja nur sehen. Auf Fotojagd. Auf Videojagd. Na gut. Ja, und mal dann gucken, werden wir demnächst weiterfahren. Wahrscheinlich nicht. Ja, safe nicht. Das ist so ein Witz. Die ganze Zeit war richtig bewölkt, richtig schlechtes Wetter und richtig Anna war richtig kalt. Kaum haben wir zusammengepackt, Dach unten, alles eingeräumt, kommt die Sonne raus. Ja. Aber so schnell wie die Wolken ziehen, kann das gleich wieder vorbei sein. Und ich sehe seit 2 Stunden, dass da unten an der Küste die ganze Zeit die Sonne scheint. Also wirklich, die Wolken hängen hier am Berg herum. Ja, die lösen sich wahrscheinlich in den Berg auf, regeln sich hier noch schön aus irgendwo und dann... Na egal, wir werden jetzt weiterfahren, aber werden zuerst nochmal an den Platz fahren, wo wir gestern ursprünglich hin wollten. Ja, einmal gucken, wie Wie es da ausgesehen hätte, aber über Nacht wäre es nicht möglich gewesen mit dem Wind auf jeden Fall. Trotzdem könnte es da richtig schön sein, das wollen wir uns nicht entgehen lassen, das ist noch 10 Minuten entfernt oder so. Und
Dann fahren wir an die Küste. Dann fahren wir an die Küste wahrscheinlich wieder. Ja. Und wieder baden gehen. Mal gucken, wie da das Wetter ist. Ich hoffe, wärmer als hier. Aber wir sind auch auf 800 Meter Höhe. Also wird bestimmt ein bisschen wärmer sein. Das ist so geil, aber es ist so windig. Ja, wirklich. Ich saß hier drin, ich hatte ein bisschen Angst, um zu gerutschen. Es hat einfach so doll gewackelt, dass ich gleich ein bisschen Panik geschoben habe. Wirklich? Ey, es ist so ein krasser Platz. Ja. Ohne Quatsch, aber es ist so windig, es wäre nicht gegangen über Nacht. Nee. Es war ja in der Nacht noch viel stärker. Der Wind hat ja jetzt schon nachgelassen. Und dann auch noch mit Regen, keine Chance. Also doch, es wäre schon gegangen. Wir wären wahrscheinlich runtergerollt. Nein, also man hätte unten auf jeden Fall schlafen können. In Norwegen hatten teilweise auch so dollen Wind. Ja, stimmt. Aber es wäre alles andere als gemütlich gewesen, das kann ich schon mal sagen. Da war der letzte Platz echt perfekt. Ja. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal herkommen, denn der Platz ist dicht an der Fähre. Wir müssen eh wieder rüberfahren aufs Festland. Ja. Deswegen, die Racing-Drohnenaufnahme ist nicht aufgehoben, sondern nur aufgeschoben. Ja. Da freue ich mich schon drauf. Aber jetzt bei dem Wind, die weckt die Drohne auf jeden Fall. So, wir haben ein neues Plätzchen gefunden. Ihr seht, direkt am Meer unter ein paar Pinien und sowas. Sonne geht da hinten unter, geht dann dort im Osten auf. Und da hinten sind tatsächlich auch Deutsche, da ist ein Camper. Wir sind durch relativ losen Sand gefahren, aber es ging noch. Also ihr seht, es ist nicht ansatzweise so tief wie bei der einen Aktion, wo wir uns festgefahren haben. Das ging alles noch. Ja. Aber ist schon Grenze. Also tieferer Sand brauchen wir nicht mehr unbedingt, ehrlich gesagt. Ich hoffe, dass er nicht noch weicher oder loser wird, weil es hat ja nicht geregnet. Ja, kann sein. Aber da müssen wir wirklich einfach mal Luft rausmachen aus dem Reifen. Das macht echt viel aus, glaube ich. Okay, ansonsten... Verlieren ja sowieso Luft. Wir verlieren sowieso Luft. Also der ist sowieso schon raus. Müssen wir nur noch 3 ablassen, passt eh. Genau, ansonsten Dach ist offen, trocknet ein bisschen. Ist immer wichtig, wenn wir über Nacht das Dach nass haben werden lassen, oder wie auch immer. Dann müssen wir das auf jeden Fall wieder aufmachen zum Trocknen. Aber der Wind geht hier tatsächlich eh, weil er aus Westen kommt und wir hier ein bisschen geschützt sind durch die Bäume und so. Deswegen können wir vielleicht sogar oben schlafen die Nacht. Ja. Oder? Geht. Ich denke schon. Sehr gut. Was gibt's jetzt? Döner. Wir machen jetzt Döner-Kebab. Nee, nicht Döner-Kebab, Dürüm-Döner. Ja. Sieht an sich ganz gut aus. Ja. Hoffentlich schmeckt es auch, aber ich bin gut, guter Dinge. Na dann, guten. Leute, wir haben es voll übertrieben. Mhm. Wir sind richtig fertig. Wir haben
zu viel Zwiebeln genommen. Okay. Knoblauch ging noch, waren zwar 15, aber das sind wir einigermaßen gewöhnt. Aber die Zwiebeln, oh, das war zu doll, es war so scharf. Und es war, ja, die war schon so scharf, dass ich wirklich geweint habe beim Zwiebelschneiden. Normalerweise weine ich eigentlich gar nicht. Und beim Essen hat sie auch geweint. Es war einfach auch nicht mehr so lecker. Naja, der erste war auf jeden Fall richtig gut. Also das mit dem Seitan klappt richtig, richtig cool. Ja. Einfach quasi Scheiben schälen. Ja, und ich habe einfach vom Seitan so das abgezogen und dann haben wir es angebraten und... Mega. Also das kann man auf jeden Fall empfehlen. Einfach ein bisschen Gewürzsalz oder irgendwas ran. Ja. Ja, jetzt sind wir aber richtig fertig. Ich könnte schon ins Bett, ehrlich gesagt. Es ist jetzt 18.30 Uhr. So viel wird heute nicht mehr passieren, glaube ich. So, offensichtlich ist nicht mehr so viel passiert. Nee. Wir liegen jetzt im Bett. Anna lernt noch fleißig. Hat sie eben auch schon gemacht. Ich habe auch noch ein bisschen Zeug am PC gemacht und vor allem haben wir jetzt einen Camper gebucht für Annas Schwester, die ja jetzt schon Ende der Woche kommen, am Freitag. Und es wird ein ähnlicher Bus wie dieser hier. Ein bisschen älter, aber auch mit Aufstelldach. Ganz cool. Wir haben endlich was einigermaßen Günstiges gefunden, was ohne hohe Selbstbeteiligung und so funktioniert. Ich glaube, man hat dann so eine 8,90 Euro Versicherung am Tag, dafür hat man nur 250 Euro Kaution und Selbstbeteiligung statt 2000 Euro bei Indie-Camper zum Beispiel. Also war gar nicht so leicht, aber letztendlich haben wir es geschafft und das freut uns, denn dann sind wir 2 Wochen zusammen im Camper unterwegs und gucken nicht von Hostel zu Hostel. Ja. Das wäre nicht so cool gewesen, glaube ich, insgesamt. Also fast 2 Wochen. Die ersten 2 Tage sind wir noch in Catania. Genau. Und dann geht's los. Dann geht's los. Dann gucken wir mal, wo wir überall hinkommen. Ja. Aber wird sicherlich ganz cool. Wir freuen uns. In dem Sinne, gute Nacht. Wir haben gerade eben noch mal eine ganz kurze Nachtwanderung gemacht, genau, weil da ein Licht war. Erst dachten wir, es sei auf dem Strand, aber es war im Wasser. Und außerdem haben wir zu viel 3 Fragezeichen gehört und dachten direkt, oh, da ist vielleicht, ein Fall. Ja, vielleicht ist da einer, der nach irgendwelchen Sachen taucht oder was, keine Ahnung. War tatsächlich ein Taucher. Ja. Sogar richtig mit Flasche, der aber trotzdem relativ weit vorne, wo es noch nicht so tief ist, war, getaucht hat. Flachen. Ich blende euch hier ganz kurz mal ein Video ein. Also sah interessant aus. Sah auch so aus, als hätte er sich die ganze Zeit im Kreis gedreht und war die ganze Zeit auf einer Stelle. Also wir wissen echt nicht, was er gemacht hat. Und wir konnten ihn aber leider nicht sehen. Ja, aber sah sehr interessant aus. Dann würde ich sagen, wünschen wir euch eine gute Nacht. Ja. Beziehungsweise wünschen wir uns eine gute Nacht. Ihr schlaft jetzt hoffentlich nicht. Wenn das Video nicht allzu langweilig ist, dann sollte das klappen. Und wir sehen uns morgen. Morgen. Heute scheint die Sonne und zwar richtig schön. Der Wind hat auch ziemlich stark nachgelassen und die Nacht war an sich auch sehr angenehm, bis auf das in der Nacht dann irgendwann einer über den Strand gefetzt ist mit seinem SUV und das war richtig laut. Ja. Ja, der muss hier unten direkt bei uns vorbeigefahren sein, die Reifenspuren sind auf jeden Fall ganz schön tief. Ja, ansonsten war es still. Die anderen Camper sind heute Morgen um kurz vor 8 schon weg gewesen, keine Ahnung wann die gefahren sind, aber ich denke schon eher heute Morgen. Ja, ansonsten habe ich schon gefrühstückt am Strand und werden jetzt arbeiten müssen. Anna schreibt morgen ihre Klausur, ich habe auch noch ein bisschen was zu tun. Ja, und dann mal gucken, ob wir heute noch den nächsten Platz suchen oder ob wir heute noch hier bleiben. Morgen brauchen wir auf jeden Fall einen Platz, wo richtig gutes Internet ist. Und zwar auch stabil, ohne Aussetzer, denn Anna schreibt ihre Online-Klausur und da darf gar nichts aussetzen, sonst ist sie nämlich durchgefallen direkt.
Ja. Und wir werden das auf jeden Fall mit Starlink probieren, aber hier sind zu viele Bäume dafür, deswegen werden wir irgendwo an den Fuße des Ätnas fahren. Da sind, glaube ich, nicht so viele Bäume, aber werden wir mal sehen. Schon aufgeregt? Mhm. Nee? Hast auch gerade eine Probeklausur noch geschrieben, ne? Ja, ein Grund mehr aufgeregt zu sein. So, der Prinzessin ihr Bett ist gemacht am Strand. Anna will im Lernen liegen. Oder im Liegen lernen, besser gesagt. Ja. Viel Spaß! It's a beautiful day at the beach. I was losing my mind for about a week until I could call you up. I'll meet you at the waterline. Birds are flying up above. We both need a little love. Oh ja, was guckst du so? Ob das hier alles passt? Guck mal, ja, na klar, alles rauf da, in die Höhe kann man nochmal stapeln. Ist gut. Alles rauf, alle Zwiebeln, alles. Wir haben nicht gelernt aus unseren Fehlern. Wir nehmen immer noch weiter so viel Zwiebeln. Sometimes I feel my eyes there. Maybe tonight. Hallo, wir liegen im Bettchen, wir haben, naja, wir haben, ihr habt es gesehen, wir haben eigentlich die ganze Zeit irgendwie gelernt und am PC rumgehangen, war auf jeden Fall mit der Umgebung deutlich einfacher, aber insgesamt sind wir jetzt trotzdem ziemlich fertig, es ist jetzt irgendwie 18:30 oder so, vielleicht auch schon 19 Uhr und wir liegen schon im Bettchen rum, haben vor uns hingenascht, trockenes Müsli, ich glaube Anna ist auch schon ganz schön am Ende ihrer Kräfte jetzt mit Lernen, ja. Morgen ist es soweit, danach ist erstmal, es war Feierabend. Dass wir ein bisschen Kopf abschalten zumindest. Ansonsten, ihr habt es gesehen, glaube ich, es sind noch ein paar Camper gekommen heute. Wir stehen echt jetzt hier viele. Zu viert, glaube ich. Ja, hier, genau. Genau, und da drüben steht auch noch einer und jetzt sind noch zwei gekommen. Die haben hier aber irgendwie nicht so richtig mehr einen Platz gefunden. Beziehungsweise haben es nicht gewagt, weil hier hinten ist der Sand echt locker. Hier wäre theoretisch noch Platz, aber selbst bei uns ist es ja schon relativ kritisch gewesen. Mal gucken, wie anstrengend das wird, morgen wieder rauszukommen. Ich hoffe, nicht so anstrengend. Ansonsten ist nicht ganz so viel passiert heute. War mal ein ruhiger Tag, aber muss auch mal sein. Morgen wird es sicherlich auch noch mal ein ruhiger Tag, aber dann wird die Woche halt heute mal ruhig, ja, ein bisschen, oder? Wir werden morgen auf jeden Fall weiterfahren. Ja, wir fahren morgen nämlich auf den Ätna, zumindest teilweise auf den Ätna. Auf jeden Fall über 1000 Meter Höhe haben wir uns einen Platz rausgesucht. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Wird auf jeden Fall interessant. Wird vielleicht auch ein bisschen kälter, mit oben schlafen ist dann vielleicht nicht. Aber Internet sollte gut sein für die Prüfung, das ist wichtig. Und Sonne sollte auch reinkommen, Solar, Strom, ja. Das ist das Wichtigste morgen. Und ein bisschen einkaufen auf dem Hinweg noch. Ja, die Burger haben übrigens gut geschmeckt, haben wir glaube ich auch vergessen zu sagen. Ja. Aber die schmecken ja immer gut, wenn wir den machen, von daher passt es. Schreibt mal in die Kommentare, was das Feine ist. Guten Morgen. Morgen.
Heute ist der Tag der Tage. Ja. Also für dich. Aber das wirst du schon schaffen. Hast du gut geschlafen? Ja. Schön. Hast du alles in deinem Kopf abgespeichert? Nein. Das ist nicht so schön. Aber vielleicht reicht's ja. So, Anna wird sich jetzt noch einen Kaffee machen, würde ich sagen. So wie es aussieht zumindest. Ja. Dann werden wir auch schon losfahren. Uns irgendwas zum Frühstücken besorgen. Wir haben nämlich gar nichts mehr. Mhm. Müsli haben wir gestern Abend aufgegessen. Und dann wird es auch schon Richtung Ätna gehen. Mhm. Ist ja nicht so weit. Es ist irgendwie 50 Minuten der Platz von hier. Wir müssen aber 1,2 Kilometer sogar bergauf fahren. Das wird ordentlich. Mal gucken, ob wir den Platz erreichen, wie gesagt. Aber wird schon. Dankeschön. Bitte, ich habe ihn zwar nicht gemacht, aber gerne. Wir haben ihn zusammen gemacht. Fast. Weil du hast mir die Milchschau. Stimmt, stimmt. Ganz wichtig, die Milchschau. Wenn er jetzt da irgendwas vergräbt, dann wäre das schon sehr komisch. Ja. Der versteckt seinen Rucksack gerade, oder? Nee. Er hat ihn fallen lassen. Sieht sein Jacke aus. Sehr komisch. Vor allem auch in der Hütte, also von der Straße aus sieht man ihn da nicht. Ja, der macht erstmal Pause jetzt. Ganz kurz zur Erklärung. Ja. Der Typ ist heute schon viermal den ganzen Strand lang gelaufen, also viermal hin und auch viermal zurück. Mhm. Ich habe mich vorhin auch gegrüßt, ich habe vorhin das Fahrrad ein bisschen geölt und so, da ist er an mir vorbeigelaufen. Das zweite Mal habe ich ihn gegrüßt, er hat mich ignoriert und ist weitergegangen. Und was ja alles noch nicht schlimm ist. Ja, alles. Da habe ich mir auch noch keine Gedanken gemacht. Aber der kam gerade hinter uns, also hinter uns am Bus, einfach lang gesprintet. Ja. Hier am Strand, also von der Straße aus an den Strand. Hier lang. Und ist dann den ganzen Strand bis da hinten gelaufen. Und zwei Sekunden später kam einfach die Polizei auf der Straße lang gefahren. Also wäre ihm entgegengekommen quasi. Deswegen ist er wohl gesprintet. Und Polizei ist auch direkt gewendet, einmal in die Richtung wieder gefahren. Der Typ am Strand weiter ist auch nochmal gesprintet und hat sich jetzt da hinten, wie gesagt, hingesetzt und hat irgendwie vielleicht was aus seinem Rucksack rausgemacht oder sonst was. Ja, auf jeden Fall ist er offensichtlich vor der Polizei weg. Wir sind jetzt auch nicht zur Polizei gegangen und haben gesagt, suchen Sie wen? Vielleicht ist es ja. Also, ja, muss vielleicht auch nicht sein. Das ist auch nicht unsere Angelegenheit, da mischen wir uns nicht ein, aber sehr, sehr komisch, auf jeden Fall. Wenn sich jemand verdächtig verhält, dann auf jeden Fall der Typ da. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall weiterfahren, unabhängig davon. Wir haben uns hier sicher gefühlt, ehrlich gesagt. Ja, also im Sommer, weiß ich nicht, wenn hier mehr los ist, dann ist es wahrscheinlich auch noch ein bisschen anders. Aber ja, das ist übrigens auch ein normaler Parkplatz, ne? Also im Sommer bezahlt man hier Parkgebühren. Genau. Und ja, jetzt jedenfalls nicht. Das ist gut so. So, wir werden jetzt weiterfahren, wie gesagt. Mal gucken, ob wir einfach so aus dem Sand jetzt rausfahren können. Ich würde sagen, wir fahren einmal rückwärts und dann nicht den ganzen Weg zurück. Wir sind nämlich relativ weit reingefahren, sondern versuchen hier irgendwie rauszufahren. Da ist auch so eine Art Straße, wo man rauskommen müsste. Da müssen wir nicht ganz so weit durch Sand fahren und vor allem nicht wenden im Sand. Das ist immer ein bisschen nicht so schön. Ja. Ist das jetzt ein Polizist, der da steht? Oh ja. Unser Mann wurde geschnappt. Das da hinten ist die Carabinieri. Die sind zu zweit und die haben den jetzt eingesammelt. Ja, die führen ihn ab. Also nicht so richtig, aber er muss auf jeden Fall mitkommen. Ja. Krass. Dann haben sie ihn doch noch gesehen, wahrscheinlich, weil, wie gesagt, die kamen dort gerade raus. Die sind ja auch schon ein paar Mal vorbeigefahren, die wenden ja sonst hinten. Genau, und die wenden sonst immer, also die fahren bis hinten durch, wenden dann und fahren so eine kleine Runde. Und die haben diesmal direkt hier gedreht, weil sie wahrscheinlich doch gesehen haben noch, dass er hier lang gerannt ist. Ja. Komisch. Sehr, sehr komisch. Naja, wir werden jetzt trotzdem rausfahren. Vielleicht sehen wir die beiden ja nochmal. Ja. Die drei, meine ich. Die drei. Genau.
ging doch einfacher als gedacht. Ja. Trotz Einlenken. Einlenken im Sand ist immer blöd, aber ging einigermaßen. Hm. Und alles wieder zu machen, wie es vorher war. Schnell, wir wollen die Carabinieri sehen. Ja. Und unseren Einbrecher. Unser Einbrecher? Der nicht eingebrochen ist, der hier nur Lack geschlendert ist. Aber vielleicht hat er wirklich. Ja, der ist wirklich den ganzen Tag einfach nur Lack geschlendert hier. Ja, seit, das ist echt komisch. Seit mindestens um. 9. 8. Nee, 8. Ja, stimmt, wie groß ist das? 2,5 Stunden. Boah. Ah, da sind sie gerade lang gekommen, glaube ich. Ich muss eigentlich hinten rechts den Reifen noch aufpumpen. Oh, okay. Wollte ich aber jetzt nicht machen, weil da ja noch andere Camper sind. Achso, ja. Ich würde sagen, wir fahren zum Einkaufslager. Du gehst schon mal rein und ich. Ja. Pump den bisschen. Den Reifen. Machen wir's. So, das ist er. Hat er seinen Rucksack noch? Ja. Ich sehe es nicht. Ja. Dann ist die Polizei. Richtige Gaffer sind wir. So, ab zum Einkaufsladen jetzt, aber. Irgendwie tut er mir auch ein bisschen leid jetzt. Ja. Ah, da steht sein Auto. Er geht gerade zu seinem Auto hin. Also er ist wirklich einfach den ganzen Tag da lang gelaufen. Irgendwas muss er da vorgebracht haben. Ja. Richtig komisch. Naja, egal. Ja, also das war doch ein bisschen mehr verlorene Luft als gedacht. Waren jetzt insgesamt 2,0 Bar nur drauf, also musste ich 1,3 auftanken. Ist ein bisschen mehr gewesen jetzt für 2 Nächte, hätte gar nicht so viel sein dürfen. Vielleicht verliert er jetzt doch ein bisschen mehr Luft. Müssen wir auf jeden Fall beobachten und vielleicht doch ein bisschen zügiger die nächste Reifenwerkstatt ansteuern. Auf den Sizilien gibt es ein paar, ich hatte schon geguckt, aber ja, müssen wir wie gesagt beobachten. Ansonsten, um ein paar Kommentare vielleicht vorwegzunehmen, alle Sachen, die wir benutzen, also auch dieser Kompressor, ist in der Beschreibung verlinkt. Viele fragen auch nach den Drohnen und so. Alles ist verlinkt in der Beschreibung und wenn nicht, dann schreibt doch gerne einen Kommentar und fragt. Wir versuchen alles zu beantworten, wir geben uns Mühe. Und falls ihr euch fragt, warum Anna immer reingeht einkaufen und ich dann rauskomme und Anna schon wieder im Auto ist, wir machen das mittlerweile so, dass meistens einer im Auto bleibt. Also es kommt immer drauf an, wo wir sind, ne? Aber sicher ist sicher, man weiß halt immer nicht. So eine Fensterscheibe ist halt schnell eingeschlagen und wir nehmen halt nicht unsere Rucksäcke und Drohne und so mit, was, denke ich mal, verständlich ist deswegen. Vor allem, wenn man auch sich umschaut, also da steht noch ein Camper. Ja. Immer wenn man guckt, überall sitzt eine Person drin. Ja. Und deswegen machen wir lieber auch so. Ja, sicher ist sicher. Aber wir machen es ehrlich gesagt nicht immer, wir müssen da vielleicht ein bisschen konsequenter werden. Ja. Könnt ihr ja mal eure Meinung und eure Erfahrungen in die Kommentare schreiben, würde uns interessieren. So, Proviant ist vorne. Anna hat den Rest verstaut. Dankeschön. Gerne. Und wir werden jetzt Richtung Ätna fahren, das ist er schon. Ihr seht, er qualmt ein bisschen, ist einer der aktivsten Vulkane in Europa. Oder der aktivste sogar. Aber ich glaube nicht, dass man Angst haben sollte. Aber nicht so aktiv, dass der Schnee schmilzt. Nee, es sieht echt kalt aus. Wir fahren ja so auf 1200 Meter. Der ist insgesamt 3300 oder so, 3350. Und wir sind dann hier so auf der Hälfte, denke ich mal, ungefähr. Hier ist auch nichts, hier ist niemand. Niemand. Echt heftig.
Ich glaube, man hört uns ein bisschen windig und ein bisschen kälter vor allem. Ja. Also 10 Grad haben wir jetzt hier oben. Oh, krass. Ja. Und wir sind auf 1600 Meter Höhe jetzt. Oh, mega. Cool. Kurze Arbeitspause. Ja. Und Max macht uns total süße Brötchen, die einfach in Herzchenform sind. Ja, nur für dich. Schmecken sie gleich besser. Ja, hoffentlich. Wieso besser? Schmecken sie sonst nicht? Doch, doch. Und? Ich meine, dann schmecken sie noch perfekt. Viel besser. Genau, ja. Egal, ja, die Prüfung, die beginnt gleich. Jedenfalls haben wir gutes Internet. Das haben wir getestet. Können wir ganz kurz nochmal machen. Kurzen Speedtest. Das ist der Download. Uploads sind so 20 oder so. Und ohne Unterbrechungen. Ohne Unterbrechung. Das ist jetzt das Internet hier vom Starlink. Wir haben zwar Mobilfunk tatsächlich hier oben auch ein bisschen. Das geht auch einigermaßen. Wir sind aber unter 10 Mbit. Was jetzt nicht so schlimm wäre für die Prüfung, würde es reichen wahrscheinlich. Ja. Aber ja, ist gut zu wissen, dass hier konstantes Internet ist. Aber hier ist ja auch nichts im Weg. Also die Bäume, die sind nicht wirklich groß. Von daher passt es. Und der Ätna ist auch nicht ganz im Norden. Von daher gut. Ansonsten willst du noch was zu deiner Prüfung an sich sagen? Ich glaube, das ist ganz interessant nochmal für die Leute. Ja, also ich studiere Social Media. Ja. Und online, ne? Online. Für eine Online-Prüfung muss ich halt in einem Raum allein sein. Ich hoffe, dass es funktioniert hier im Camper. Ich werde alle Fenster zumachen, weil Fensterbildschirme sollen eigentlich abgedeckt sein. Bilder müssen abgehangen werden, haben wir endlich keine. Und ich brauche stabiles Internet und werde auch während der Prüfung die ganze Zeit beobachtet. Also ich muss eine externe Kamera anschließen, ja, und muss den Raum abfilmen und sowas. Da bin ich ganz gespannt, wie das wird. Und die ganze Zeit muss die Tür drauf sein mit der externen Kamera, deine Tastatur, deine Hände. Darfst die Hände auch eigentlich nicht von der Tastatur nehmen? Ja, also ich darf nicht auf Klo gehen während der Prüfung, ich darf meine Hände nicht wegnehmen, ich darf nicht im Raum rumschauen. Also es gibt schon sehr strikte Regelungen, aber die sind halt nicht ewig lang, die Klausuren. Also ich glaube 90 Minuten und meistens brauche ich glaube mal, die meisten brauchen nicht so lang, brauchen so vielleicht 60, um die 60, ein bisschen über 70 Minuten. Kommt sicherlich auch aufs Fach an, ne? Aber, ja, genau. Ja. Okay, Anna, jetzt geht's los. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg. Wir drücken dir alle die Daumen. Alle drücken dir die Daumen, okay? Ich komme in anderthalb Stunden wieder. Ja. Vielleicht auch ein bisschen früher, aber ich bleib draußen. Tschüss, viel Erfolg. Danke. Mach's gut. So, während Anna jetzt im Bus die Prüfung schreibt, werde ich mit dem Fahrrad nochmal losdüsen. Ich werde versuchen, so weit wie möglich hochzukommen und eventuell mache ich ein paar coole Aufnahmen. Ich habe beide Drohnen mit, also seid gespannt, was draus wird. Das ist eine Aussicht, oder? Unfassbar. Ich hoffe, die Drohnenaufnahmen haben euch gefallen. Zumindest von der einen Drohne, denn von der anderen Drohne gibt es heute leider keine Aufnahmen. Das hat auch bestimmt einen Grund. Und zwar ist das hier das Zeug der anderen Drohne. Und ich habe für die VR-Brille den kleinen Mini-Akku vergessen. Den habe ich extra noch aufgeladen. Also kann ich leider nicht fliegen. Ohne Brille kann man die nämlich nicht bewegen. Das ist sehr schade. Das wäre nämlich die perfekte Location zum FPV-Drohne fliegen. Ich bin richtig sauer auf mich selbst. Der Weg hier nach oben war nämlich echt nicht so leicht. Ich hatte einen 174er Puls teilweise und es geht einfach die ganze Zeit so steil bergauf. Es ist an sich keine weite Strecke, aber ja, eine kurze, anstrengende Strecke. Die werde ich jetzt auch wieder runterlaufen, weil ich glaube, Annas Prüfung ist demnächst vorbei.
Es ist 18.30 Uhr. Das heißt, sie schreibt jetzt schon eine Stunde. Anderthalb Stunden hat sie ja, wie gesagt, Zeit. Und ich mache mich mal wieder auf den Rückweg und gucke mal, ob die Anna alles glimpflich überstanden hat. Ich hoffe es auf jeden Fall. Und? Wie war es? Also, es war eigentlich richtig gut, aber ich weiß, ich habe eine Aufgabe komplett falsch gemacht. Aber ansonsten gut? Ja, aber ansonsten echt gut eigentlich. Also, Bestand werde ich haben, denke ich. Sehr gut, Bestand ist alles. Ja. Cool, freut mich. Sehr schön. Weißt du, was ich vergessen habe? Was? Für die Racing-Drohne. Oh nein! Ich bin so weit hochgelaufen auf so einen Berg. Oh nein! Das war perfekt. Und dann habe ich es vergessen. Dafür fliege ich hier jetzt noch einmal. Ja, okay. Weil die Sonne steht gerade richtig cool. Ich habe mich gefreut, dass ich Ruhe habe. Essen ist fertig. Oh nein, hast du gekleckert? Oh. Ist so lecker, ich musste halt kleckern, so lecker ist es. Also ich habe heute was ganz Besonderes ausprobiert. Ich habe Blumenkohl gekocht mit Zuckerrübe und es dann so zermatscht. Und dann ein paar Sachen noch reingepackt und jetzt haben wir so eine sehr spezielle Soße für unsere Raviolis. Ja. Aber schmeckt irgendwie ganz cool, ne? Mhm. Schmeckt wirklich gut. Ich wusste nicht, dass Zuckerrübe auch drin ist, aber kann man nicht überall reinmachen, das Zeug, ne? Ja. Weil falls es eine Zuckerrübe ist, wir wissen es ja nicht richtig. Ja, wahrscheinlich. Ja, guten Appetit und Dankeschön fürs Machen. Gerne. In dem Sinne wünschen wir euch schon mal eine gute Nacht. Ja. Heute wird nicht mehr so viel passieren. Ein bisschen drei Fragezeichen hören, essen. Und morgen geht es nochmal ein bisschen wandern vielleicht hier. Und meine Schwester kommt ja. Mit ihrem Freund. Stimmt. Dann sind wir in Catania. Richtig. An der Küste von Catania. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben die Nacht auf dem Vulkan überlebt, ist offensichtlich nicht ausgebrochen, das ist gut so. War relativ frisch aber, ehrlich gesagt. Ja. Ne? Also wir haben unten geschlafen und es ist super windig jetzt gerade, merke ich ja. Das ist nicht so cool. Da wird es auch nicht so warm. Gleich wandern gehen eigentlich. Naja, egal. Nacht war frisch, ging aber unten, hatten einmal die Standheizung an, aber alles kein Problem. Ja. Schnee liegt immer noch ein bisschen, also muss es in der Nacht um die 0 Grad gewesen sein wahrscheinlich, schwer einzuschätzen. Aber ja, wir werden jetzt wandern gehen, wie gesagt. Wir werden erstmal ein bisschen hochfahren zu dieser Mittelstation, wo ich auch gestern wandern war. Und dann müssen wir mal diesen gefährlichen Untergrund hier verlassen, denn die Steine sind alle sehr, sehr scharfkantig. Wir mussten gestern auch ein bisschen aufpassen, wo wir uns hinstellen, wie wir genau stehen, dass wir nicht über den großen Stein fahren, weil Vulkansteine, Lavasteine sind echt nicht ohne. Ja. Und wir wollen uns ja nicht die nächsten Reifen kaputt machen. Deswegen, wenn wir jetzt mal hier rausfahren,
nach oben, dann eine Runde wandern. Drohne ist dabei. Wind ist leider sehr doll, aber vielleicht kriegen wir was hin. Mal sehen. So, wir sind jetzt wieder beim Auto angekommen. War eine schöne kleine Wanderung. Und wir frühstücken jetzt erstmal, so richtig. Ja. Ich habe hier so Brote geschmiert, die total süß sind, weil die sind alle in Herzform. Und dann werden wir meine Schwester vom Flughafen abholen gehen und ihren Freund. Genau, und dann sind wir noch 2 Tage in Catania, glaube ich. Ne? Richtig. Heute gucken wir uns Catania auf jeden Fall noch an. Und dann fahren wir den Camper abholen. Am Montag. Ne, am Sonntag. Am Sonntag. Übermorgen. Ne, doch. Doch, übermorgen. Ja. Also, ab Flughafen Catania.
will ein Haus für meine Mama. Am Flughafen von Catania. So, wie ihr gesehen habt, wir sind jetzt auf einem Campingplatz außerhalb von Catania, fast schon drin. Ist aber ehrlich gesagt gar nicht so eine schöne Gegend dort. Wir sind da gerade auch mit E-Scootern und Fahrrad durchgefahren, weil wir jetzt auf dem Weg zu deren Hostel sind. Ja. Es war sehr viel Müll. Sehr, sehr viel Müll, hat nicht gut gerochen. Jetzt sind wir mittlerweile schon in Catania, das ist deutlich schöner. Das werden wir uns jetzt gleich angucken, aber vorher bringen wir noch das ganze Gepäck ins Hostel. Wir gucken uns das Hostel einmal an. So, wir sind zurück im Bus auf dem Campingplatz, schlafen unten, weil der Campingplatz ist, naja, sehr dicht an einer großen Straße gelegen, dafür halt relativ zentral. Ja. Hat alles Vor- und Nachteile. Wir werden schlafen gehen, die beiden anderen sind natürlich im Hostel und ja, morgen schon Samstag, ne? Morgen ist das Video schon vorbei. Im nächsten Video seht ihr dann, wie wir den anderen Camper abholen. Der wird hoffentlich cool werden und wie wir dann 2 Wochen auf Sizilien rumfahren. Da gibt es einige richtig coole Plätze. Ich habe schon ganz viel rausgesucht. Ja. Da freuen wir uns schon drauf. Wird bestimmt gut. Nacht. Nacht. Peace out. Du bist ein großer Hund. Ein ganz großer Hund. Dagegen ist Anna ganz schön klein. Hallo. Ich krieg noch Pizza. Hallo. Ich riech leider nicht mehr so doll nach Pizza. Nicht meine. Nee, meine Hand essen. Oh. Hast du einen großen Kopf? Wow. Kann ich gar nicht glauben. Größer Kopf als ich.
Car, diese Dinger immer. Die haben so Widerhaken oder stecken im Fuß. Böse, böse. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Morgen. Ja, wir sind ja am Strand lang gelaufen, ihr habt es gesehen. Wirkt ein bisschen trostlos, ehrlich gesagt. Ja. Es ist sehr, sehr viel Müll da. Wahrscheinlich wird das alles weggeräumt zur Saison. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil es ist ja ein Touristenstrand und die Touristen würden ja nicht wiederkommen, wie Anna schon richtig gesagt hat zu mir. Ja, wird sie recht haben, denke ich mal. Ja. Trotzdem traurig, ehrlich gesagt. Hier sind zwar ein, zwei Mülleimer, habt ihr gesehen, aber komplett überfüllt. Bringt halt nicht so viel, leider. Ja. Ja, und es sind echt viele Glasflaschen rum. Ja, das ist echt das Schlimmste. Ja. Das ist gefährlich. Ja. Naja. Ansonsten, der Sand ist aber richtig, richtig schön weich. Der erinnert uns ein bisschen an die Ostsee. Das ist auf jeden Fall schön. Und ich werde jetzt gleich nochmal baden gehen, auch wenn es heute echt ein bisschen frisch ist. Eigentlich soll es heute wieder 25 Grad werden, war gestern auch. Mhm. Aber gestern durch den Wind und heute durch die fehlende Sonne, also es ist ein bisschen bewölkt, wirkt das nicht ganz so warm, ehrlich gesagt. Nee. Da war es auf dem Ätna in der prallen Sonne teilweise heißer. Ja. Ohne Wind halt auch, ja. Naja, egal, wird schon. Heute ist ja eh für mich ein Tag angesagt. Anna wird gleich zu den beiden anderen in die Stadt gurken mit dem Fahrrad und dann werden die sich sicherlich ein schönes Café setzen oder so und Frühstück essen oder Kaffee trinken, weil Frühstück haben wir ja gerade Pizza gegessen, war sehr, sehr lecker. Der Hund hat ein bisschen Auge gemacht. Ja, auf meine Hand, die wohl doch noch Pizza gerochen hat. Ja, aber der war süß. Der ist riesig, ne? Wirklich. Der Kopf ist doppelt so groß wie unser Kopf geführt. Als hätten wir einen gemeinsamen Kopf, Anna. Naja. An der Stelle werden wir das Video tatsächlich auch schon abmoderieren. Anna wird ja, wie gesagt, gleich in die Stadt fahren. Und ja, ich setze mich mal ran ans Video. Mal gucken, ob es heute pünktlich kommt, 18 Uhr. Ich bin gespannt. Wird auf jeden Fall eine enge Nummer. In dem Sinne hoffen wir, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Würde uns natürlich super freuen. Und nächste Woche geht es natürlich auch weiter. Wir werden... gespannt. Genau, wir werden einen Camper abholen für die anderen beiden. Wir sind gespannt, wie der aussieht. Außerdem müssen wir noch eine Lösung finden für unseren Reifen. Ah ja, Reifen müssen wir reparieren lassen, ja. Ja, schaut gerne im Shop vorbei. Genau, das könnt ihr natürlich auch gerne machen. Ansonsten ein Abo für diesen Kanal da lassen, falls ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. Dann sehen wir uns einfach nächste Woche, Sonntag um 18 Uhr, pünktlich hoffentlich wieder. Ja. Ey, ich glaube, hier war ein Volleyballnetz im Sommer. Oh, das wäre schön. Jetzt eine Runde Volleyball. Naja, wir sehen uns. Kommt gut in die nächste Woche. Einen schönen Abend wünschen wir euch noch. Und Dankeschön fürs Zusehen auf jeden Fall. Tschüss.